Die Schwärze der Nacht wich gerade dem Grau des Morgens, als sie das Gewehrfeuer zum ersten Mal hörten. Arthurs Hoffnung sank. Er trieb sein Pferd an, während sie weiter dem Weg nach Norden folgten, der durch die trügerisch friedlichen Hügel lief. Direkt vor den Toren von Herdweiler sahen sie mehrere Männer und Zwerge, allesamt mit Gewehren bewaffnet und alle geübt im Umgang damit. Die leichte Brise trieb einen schwachen Pulvergeruch zu Arthurs herüber, der zudem vom leicht süßlichen Duft nach frisch gebackenem Brot durchdrungen war. »Stellt das Feuer ein!« rief Arthurs, als er mit seinen Leuten herangaloppierte. Er zerrte so fest an den Zügeln, dass sein Pferd verschreckt wieherte. »Ich bin Prinz Arthurs. Was geht hier vor? Warum seid ihr derart bewaffnet?« Sie senkten die Gewehre, waren offensichtlich überrascht, ihrem Prinzen leibhaftig zu begegnen. »Sir, ihr glaubt nicht, was hier vor sich geht. Berichtet!« verlangte Arthurs. Arthurs war nicht überrascht, als er hörte, dass die Toten auferstanden waren und angegriffen hatten. Was ihn überraschte, war der Begriff der »großen Armee«. Er blickte Jaina an. Sie wirkte äußerst erschöpft. Die kurze Pause, die sie in der letzten Nacht eingelegt hatten, hatte nicht ausgereicht, um sie zu erfrischen. »Sir«, rief ein Kundschafter und lief herbei, »die Armee, sie kommen in unsere Richtung.« »Verdammt«, murmelte Arthurs. Die kleine Gruppe von Männern und Zwergen war einem Scharmützel gewachsen, doch sie konnte keine Armee dieser Untoten aufhalten. Er traf eine Entscheidung. »Jaina, ich bleibe hier, um das Dorf zu beschützen. Beeil dich und berichte Lord Uther, was geschehen ist.« »Aber geh, Jaina! Jeder Moment zählt!« Sie nickte. Mochte das Licht sie und ihren klaren Kopf segnen. Er warf ihr ein dankbares Lächeln zu, bevor sie durch das Portal trat, das sie zuvor geschaffen hatte, und darin verschwand. »Sir«, sagte Falric, und etwas in seinem Tonfall drängte Arthur, sich umzudrehen. »Ihr solltet euch das hier besser ansehen.« Arthur folgte dem Blick des Mannes. Betroffen sah er leere Kisten, die das Zeichen von Andor hell trugen. Er hoffte gegen jede Vernunft, dass er sich irrte. Arthurs fragte mit bebender Stimme, was waren diesen Kisten? Einer der Männer aus Herdweiler blickte ihn verwirrt an. »Nur die Kornlieferung aus Andorhall. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, mein Lord. Sie wurde bereits an die Dorfbewohner verteilt. Wir haben ausreichend Brot.« Danach hatte es also gerochen. Es war nicht der typische Duft gebackenen Brotes gewesen, sondern irgendwie anders, ein wenig süß. Und dann verstand Arthurs. Seine Sinne schienen angesichts des Ausmaßes dieser Situation zu schwinden. Der wahre Umfang des Schreckens brach über ihn herein. Das Korn war ausgeliefert worden, und plötzlich gab es eine beachtliche Armee von Untoten. »Oh nein«, flüsterte er. Die Männer starrten ihn an, und er versuchte erneut zu sprechen. Seine Stimme zitterte immer noch, doch dieses Mal nicht vor Schreck, sondern vor Wut. Die Seuche tötete die Leute nicht einfach. »Nein«, dahinter steckte eine viel verderbtere Absicht. Es sollte sie in, noch während der Gedanke sich formte, krümmte sich der Mann, der Arthurs Frage beantwortet hatte. Mehrere andere folgten seinem Beispiel. Ein seltsames, grünes Leuchten durchdrang ihre Körper, pulsierte und wurde stärker. Sie fassten sich an die Bäuche und fielen zu Boden. Blut lief aus ihren Mündern, durchtränkte ihre Hemden. Einer streckte ihm die Hand entgegen, flehte um Hilfe. Stattdessen stieß Arthurs ihn fort und sprang alarmiert zurück. Der Mann, der sich vor Schmerz krümmte, starb innerhalb kürzester Zeit. Was hatte er getan? Der Mann hatte um Hilfe gebettelt, doch Arthurs hatte keinen Finger gerührt. Aber konnte man überhaupt davon geheilt werden? Arthurs starrte auf den Leichnam. Konnte das Licht? »Gnädiges Licht«, schrie Falric, »das Brot!« Arthurs blickte in seine Richtung und erwachte aus seinen Schuldgefühlen. »Brot, die Grundlage des Lebens, gesund und nahrhaft, war jetzt schlimmer als der Tod geworden.« Arthurs öffnete den Mund, um zu schreien, seine Männer zu warnen, doch seine Zunge war wie gelähmt. Die Seuche im Korn reagierte noch, bevor der entsetzte Prinz Worte finden konnte. Die Augen des toten Mannes öffneten sich. Langsam setzte er sich auf. Kel'Thuzad erschuf sich in erschreckend kurzer Zeit eine ganze Armee von Untoten. Wirres Gelächter erklang in Arthurs Ohren. Kel'Thuzad lachte wie wahnsinnig, triumphierend, selbst noch im Tod. Arthurs fragte sich, ob er von all dem, was er miterleben musste, den Verstand verloren hatte. Der Untote klammerte sich an seine Füße und diese Bewegung ließ ihn reagieren und löste seine Zunge. »Verteidigt euch!« schrie Arthurs und schlug mit dem Hammer zu, bevor der Mann aufstehen konnte. Doch die Gegner waren schneller, kamen torkelnd auf ihre toten Beine und richteten die Waffen, mit denen sie im Leben Arthurs beschützt hätten, nun gegen ihn. Sein einziger Vorteil war, dass die Untoten nicht gut genug damit umgehen konnten, deshalb verfehlten die meisten Schüsse auch ihr Ziel. Arthurs Männer griffen währenddessen entschlossen an. Sie zertrümmerten Schädel, enthaupteten und erschlugen ihre Gegner.
die vor einigen Sekunden noch Verbündete gewesen waren. »Prinz Arthas, die untoten Streitkräfte sind eingetroffen!« Arthas wirbelte herum, die Rüstung voller Blut, die Augen geweitet. »So viele!« »Es waren so viele!« Skelette, schon lange tot, frische Leichen, die erst vor kurzem verwandelt worden waren, und weitere bleiche, madenbesetzte Abscheulichkeiten stürmten auf sie zu. Er konnte die Panik spüren. Die Männer hatten schon zuvor gegen Untote gekämpft, aber es waren nie so viele gewesen, keine Armee von lebenden Toten. Arthas riss seinen Hammer, der zu glühendem Leben erwachte, hoch über sich. »Weicht nicht zurück!« brüllte er. Seine Stimme war nicht mehr schwach und zittrig, sondern barsch und zorngeladen. »Wir sind vom Licht aus ersehen, wir werden nicht sterben!« Seine grimmig entschlossenen Gesichtszüge badeten im Licht, als er angriff. Jaina war erschöpfter, als sie sich selbst hätte eingestehen wollen. Ausgelaugt von tagelangen, pausenlosen Kämpfen brach sie zusammen, nachdem sie den Teleportzauber beendet hatte. Sie vermutete, dass sie einen Moment lang ohnmächtig gewesen sein musste, denn das Nächste, woran sie sich erinnern konnte, war, wie ihr Meister sich über sie beugte und sie vom Boden anhob. »Jaina, Kind, was ist los?« »Uther«, stammelte Jaina. »Arthas, Herdweiler«, sie packte Antonidas Gewand. »Nekromanten, Kel'Thuzad, die Toten erheben sich zum Kampf!« Antonidas Augen weiteten sich. Jaina schluckte und fuhr fort. »Arthas und seine Männer kämpfen allein in Herdweiler. Er braucht sofort Verstärkung.« »Ich glaube, Uther ist im Palast«, sagte Antonidas. »Ich schicke sofort mehrere Magier, um Portale für die vielen Männer zu schaffen. Das hast du gut gemacht, meine Liebe. Ich bin sehr stolz auf dich. Und jetzt erhole dich ein wenig.« »Nein!« schrie Jaina. Sie zwang sich dazu, auf die Beine zu kommen, konnte aber kaum stehen. Durch reine Willenskraft überwand sie schließlich die Äxte Erschöpfung. Zitternd streckte sie ihre Hand aus, um Antonidas daran zu hindern, ihr zu helfen. »Ich muss zu ihm. Es geht mir gut. Kommt!« Arthas wusste nicht, wie lange er gekämpft hatte. Er schwang den Hammer fast unablässig. Seine Arme zitterten vor Anstrengung. Seine Lunge brannte. Nur die Kraft des Lichts, das ihn mit ruhiger Stärke und Stetigkeit erfüllte, hielt ihn und seine Männer auf den Beinen. Die Untoten schienen von dieser Kraft geschwächt zu werden, und auch wenn das offenbar ihre einzige Schwäche war. Nur ein sauberer Tod. Arthas fragte sich flüchtig, ob man es tatsächlich töten nennen konnte, da sie bereits tot waren, konnte die wandelnden Leichen aufhalten. Doch es kam immer mehr. Welle folgte auf Welle, seine Untergebenen, seine Leute, hatten sich in diese Monster verwandelt. Er hob den müden Arm zu einem weiteren Schlag, als über dem Schlachtenlärm eine Stimme ertönte, die Arthas kannte. »Für Lordaeron, für den König!« Die Männer sammelten sich beim leidenschaftlichen Ruf Uthers, des Lichtbringers, und griffen erneut an. Uther rückte mit einer großen Streitmacht von Rittern an, allesamt frisch und kampferfahren. Sie wichen nicht vor den Untoten zurück. Jaina, die trotz ihrer Müdigkeit ebenfalls mit Uther und den Rittern durch das Portal gekommen war, hatte sie offensichtlich ausreichend unterrichtet, sodass keine wertvolle Sekunde durch den ersten Schrecken verloren ging. Die Untoten fielen jetzt schneller, und jede Welle wurde wild und leidenschaftlich bekämpft, mit Hammer, Schwert und Flammen. Jaina sank zusammen. Ihre Beine gaben nach, als der letzte lebende Tote in Flammen aufging, stürzte und schließlich wahrlich tot sein Ende fand. Sie griff nach einem Wasserbottel und trank ausgiebig, schüttelte sich und holte etwas Trockenfleisch heraus. Der Kampf war vorbei, zumindest für den Augenblick. Arthas und Uther hatten beide ihre Helme abgenommen, Schweiß durchtränkte ihr Haar. Jaina kaute auf dem Fleisch und beobachtete, wie Uther über das Meer von Untoten blickte und zufrieden nickte. Arthas starrte auf etwas, sein Gesichtsausdruck war voller Schuld. Jaina folgte seinem Blick und runzelte die Stirn. Sie verstand nicht, überall lagen Leichen. Doch Arthas blickte wie benebelt auf die aufgeblähten, fliegenumschwirrten Leichen, unter denen keiner seiner Soldaten, Männer oder Pferde war. Uther ging zu seinem Schüler und schlug Arthas auf die Schulter. »Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge.« Seine Stimme war warm vor Stolz. Auf seinen Lippen lag ein Lächeln. »Wenn ich nicht rechtzeitig eingetroffen wäre, als...« Arthas wirbelte herum. »Ich habe getan, was ich konnte, Uther.« Sowohl Uther als auch Jaina blinzelten angesichts des harten Tonfalls. Er reagierte über. Uther tadelte ihn nicht, er lobte ihn. »Wenn ich eine ganze Legion von Rittern dabei gehabt hätte, dann...« Uthers Augen zogen sich zusammen. »Jetzt ist nicht die Zeit, um am Stolz zu ersticken. Nach allem, was Jaina mir berichtet hat, war das hier nur der Anfang.« Der Blick aus Arthas mehrgrünen Augen flog zu Jaina hinüber. Er litt unter den vermeintlichen Beschuldigungen, und zum ersten Mal, seit er Jaina kannte, schien sie sich unter diesem durchdringenden Blick zu ducken.
Oder ist euch entgangen, dass die Reihen der Untoten mit jedem Krieger in der Schlacht aufgefüllt werden? Fuhr Uther fort. Dann sollten wir ihren Anführer angreifen, zischte Arthas. Kel'Thuzad hat mir verraten, wer das ist und wo wir ihn finden können. Es ist etwas, das Schreckenslord genannt wird. Sein Name ist Mal'Ganis und er befindet sich in Stratholme. Stratholme, Uther. Der Ort, an dem ihr zum Paladin des Lichts geweiht worden seid, bedeutet euch das nichts? Uther seufzte müde. Natürlich tut es das. Aber ich gehe dorthin und töte Mal'Ganis mit meinen eigenen Händen, wenn es sein muss, brüllte Arthas. Jaina hörte auf zu kauen und starrte ihn an. Sie hatte ihn noch nie so wütend erlebt. Ganz ruhig, Junge. So tapfer ihr auch sein mögt, könnt ihr doch nicht darauf hoffen, einen Mann alleine zu besiegen, der über die Toten befehligt. Dann schließt euch mir an, Uther. Ich gehe, mit oder ohne euch. Bevor Uther oder Jaina weiter protestieren konnten, sprang er in den Sattel, riss den Kopf seines Pferdes herum und preschte nach Süden davon. Jaina stand auf, war wie gelähmt. Er war ohne Uther losgezogen, ohne seine Männer, ohne sie. Uther trat leise neben sie, sie schüttelte ihr blondes Haar. Er fühlt sich persönlich verantwortlich für all die Toten, sagte sie ruhig zu dem alten Paladin. Er glaubt, er hätte das alles aufhalten können. Sie blickte Uther an. Nicht einmal die Magier von Dalaran, diejenigen, die Kel'Thuzad als Erste gewarnt hatten, haben geahnt, was vor sich geht. Arthas hätte es gar nicht wissen können. Er spürt zum ersten Mal die Last der Krone, sagte Uther ruhig. Das musste er nie zuvor. Das alles ist Teil davon, my Lady, Teil des Lernprozesses, wie man weise und gut regiert. Ich habe erlebt, wie auch Tyrenas damit gekämpft hat, als er noch ein junger Mann war. Beide sind gute Männer. Beide wollen das Richtige für ihr Volk tun, es versorgen und glücklich machen. Mit gedankenverlorenem Blick sah er Arthas in der Ferne verschwinden. Aber manchmal muss man sich für das kleinere Übel entscheiden. Manchmal kann man nicht alles wieder in Ordnung bringen. Arthas lernt das gerade. Ich glaube, ich verstehe. Trotzdem kann ich nicht alleine losziehen lassen. Nein, nein. Wenn die Männer für den langen Marsch bereit sind, ziehen wir los. Ihr solltet euch auch ausruhen. Jaina schüttelte den Kopf. Nein, er sollte nicht allein sein. Lady Prachtmeer, auf ein Wort, sagte Uther langsam. Es wäre vielleicht gut, wenn er wieder einen klaren Kopf bekommen könnte. Folgt ihm, wenn ihr müsst. Doch gebt ihm etwas Zeit zum Nachdenken. Er hatte recht. Sie mochte den Gedanken nicht, doch sie sah es genauso. Arthas war verstört. Er war wütend, fühlte sich machtlos und war nicht in der Stimmung, in der man mit ihm reden konnte. Und genau aus diesen Gründen konnte man ihn nicht wirklich allein lassen. »In Ordnung«, sagte sie. Sie saß auf, murmelte einen Zauber und sah, wie Uther lächelte, als er sie plötzlich nicht mehr sehen konnte. »Ich folge ihm. Kommt nach, sobald eure Männer bereit sind.« Sie würde ihm nicht zu dicht folgen, sie war unsichtbar, aber nicht unhörbar. Jaina ließ ihr Pferd in einen leichten Galopp fallen, um dem schlauen, grüblerischen Prinzen von Lordaeron zu folgen.